Hallo, ich bin Fly und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Braustand, den ich in meiner Survival-Welt verwende, nachbauen könnt. Zuerst einmal zeige ich euch, wie er funktioniert. Dazu brauche ich einen verlängerten Trank der Feuerresistenz. Hierfür brauche ich eine Magma-Cream und den Redstone-Dust. Ich drücke einfach die Knöpfe, dann werden die Items hier in den Braustand eingefüllt. Die Tränke werden gebraut. Wenn die Tränke fertig sind, kann ich sie mit dem Knopf hier unten in die Kiste packen. Und dann werden neue Wasserflaschen aus der Kiste nachgefüllt. Der Vorteil hiervon ist, dass das Ganze sehr schmal ist. Es ist nur zwei Felder breit. Hier unten hat man drei Felder Redstone, die ein bisschen breiter sind. Und hier vorne kommt die Kiste raus. Dann ist ein weiterer Vorteil, dass in dem Braustand, ich kann es gerade mal vorführen, wenn man ihn leert, die Tränke sind jetzt hier drin, werden drei Wasserflaschen eingefüllt und es wird direkt ein seltsamer Trank oder drei seltsame Tränke aus den Wasserflaschen gebraut, so dass man nur noch die Zutaten hinzufügen muss. Nachteile sind die kleine Kiste für Wasserflaschen und dass man nicht direkt einen Trank der Schwäche brauen kann, was meines Erachtens jetzt nicht sonderlich schlimm ist, da ich aus den seltsamen Tränken immer noch mit einem Lohnstaub und dann einem fermentierten Spinnenauge einen Trank der Schwäche herstellen kann. Somit verschwende ich nur ein Netherwort, was nicht so schlimm sein sollte. Ich gehe jetzt in die Survival-Welt, in die Kreativwelt und dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze bauen könnt. So, ich habe hier das grobe Design schon mal vorbereitet. Und da drüben habe ich eben in einem Tutorial schon mal erklärt, wie man das Ganze baut. Es war nur viel zu lang und umständlich. Deswegen nochmal. Also, hier sind alle Items drin, die man braucht. Bei den Building Blocks habe ich keine genaue Anzahl. Das kann jeder machen, wie er will. Die Treppe hier ist optional. Die ist nur dafür da, dass man hier das den Item Frame über die Kiste hängen kann. Ich nehme mal alles mit. Eine Sache noch, bei den Buttons ist es auch egal, ob man da Stein- oder Holzbuttons nimmt. Nur der eine Holzbutton, den muss man nehmen. Wir bauen das Ganze in einem Feld, das 3x9 Blöcke groß ist. Hier sind es drei, weil wir zum einen hier den Redstone haben und zum anderen brauchen wir hinter den Hoppern eine Wand, damit die Dropper die Items nicht ins Nichts schießen. Als erstes bauen wir die Wand aus Droppern, die ist 6 Blöcke lang. Als erstes 6 Building Blöcke für die Buttons, dann jetzt aber 2 Reihen Dropper und darauf nochmal eine Reihe Building Blocks für die zweite Reihe Buttons. Das ist jetzt da schon alles, nachdem wir die Buttons platziert haben. Dann gehen wir hier hin, hauen einen Block raus, platzieren eine Kiste, dann ein Hopper in die Kiste, auf den Hopper, den Braustand, dann den Hopper, der das Wasser einfüllt, einfach in den Braustand klicken. Hier ist es wichtig, dass der Hopper auch in den Braustand zeigt. Und dann darauf die zweite Kiste. Und jetzt können wir auch schon die restlichen Hopper platzieren. Einen Hopper in den Braustand und dann 8 Hopper an diesen Hopper packen. So. Jetzt passiert folgendes: Wenn wir einen Button drücken, spuckt der Dropper das Item in den Hopper und der Hopper bringt es hier vorne in den Braustand. Als letztes brauchen wir nur noch den Input, mit dem wir die Potions aus dem Braustand kriegen und ein Nether Wart in den Braustand füllen. Hierfür platzieren wir einen Dropper, der in den Hopper über dem Braustand zeigt, über einem Building Block mit einem Button. Dann hauen wir hinter dem Braustand den Block aus dem Boden und eine Fackel hier an dem Block.
dann ein Kreis aus Redstone und schon sollte das Ganze funktionieren. Jetzt kann man, wie ich es hier drüben getan habe, noch die Treppe über der Kiste platzieren und die ganzen Item-Frames dranhängen mit den entsprechenden Items drin, dann noch die Dropper auffüllen, Wasserflaschen einfüllen. Ich habe hier noch einen Block gesetzt, um den Redstone etwas zu verstecken. Hierbei ist es wichtig, dass man keinen vollen Block nimmt. Ich habe hier eine Treppe genommen, eine Half-Slab würde auch gehen, Glas sollte genauso gehen. Ich denke aber, eine Treppe erfüllt den Job am besten. Eine weitere wichtige Sache, beim ersten Mal benutzen sollte man noch ein Nether Wart in den Dropper füllen. In den Hopper füllen oder am besten direkt hier in den Braustand, damit das erste Brauen beginnen kann. Und ansonsten ist noch zu sagen, vergesst auf keinen Fall die Wand hier hinten dran, da es ansonsten passieren kann, dass euch Items verloren gehen und das Ganze halt nicht funktioniert. Jetzt führe ich es euch noch einmal vor. Ich habe hier schon ein Netherboard reingepackt, dadurch habe ich jetzt seltsame Potions vorbereitet. Jetzt stelle ich einfach mal eine Speed Potion her, dafür brauche ich Zucker und wir machen eine verlängerte Speed Potion, also noch Redstone. Und das Ganze noch zum Werfen. So, jetzt braut das Ganze, als erstes der Zucker, dann der Redstone, dann der Gunpowder. Ich lasse das mal brauen und dann führe ich euch noch das Leeren vor. Die Potions sind fertig gebraut. Um sie aus dem Braustand zu holen, drückt man einfach den Button. Der Braustand wird geleert. In dem Hopper drunter bleiben keine Wasserflaschen. Neue Wasserflaschen werden eingefüllt und es wird direkt begonnen, seltsame Potions aus ihnen zu brauen, was das Brauen der Tränke danach beschleunigt. Hier unten in der Kiste haben wir die Potions, die könnt ihr rausnehmen und ich wünsche euch dann viel Spaß mit dem Design. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, packt sie einfach in die Kommentare.